Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, mein Wohnwagen steht gerade bei mir zu Hause auf dem Hof. Er kommt jetzt wieder zurück zur Halle. Dort waren ein paar Baumaßnahmen gemacht worden, wodurch er da leider nicht stehen konnte. Aber heute ist der Tag, wo er zurückkommt. Und zur Feier des Tages habe ich sogar für den Käfer Zusatzspiegel, dass ich wenigstens mal da hinten was sehe. Sonst guckt man gegen so eine weiße Wand. Sonst bin ich immer blind gefahren. Aber jetzt mal habe ich gesagt, jetzt teste ich die Dinger und gucke, wie die so sind und wie die halten, ob ich die verliere und oder nicht. So, und damit viel Spaß bei diesem Video. So, erstmal müssen wir den Humpen abfahrbereit machen. Das heißt, alle Stützen hoch, Kabel trennen und dann anhängen. Ich mache immer das Heck und das Bugfenster auf. Da kann man nämlich so ein bisschen durchgucken. Dann hat man doch mal etwas Sicht nach hinten, was hinter einem passiert. Wichtig ist auch immer, ich habe meist dieses Oberlicht zum Lüften offen. Das muss zu sein, denn sonst kann es passieren, dass das wegfliegt. Und das möchte ich eigentlich ganz gern vermeiden. Gelagert habe ich die aktuell einfach hier oben im Staufach. Die sind ganz praktisch in so einem Beutel verpackt. Ja, so ein schweres Leben. Oh, so ein schweres Leben. Ja, der ist toll, der Wohnwagen, ne? So, der ist drin. Da ist meine Sicherung zusätzlich. Strominski. Jetzt sind die Spiegel dran. Wie gesagt, die sind so schön verpackt eingepackt. Gucken euch die beide gleichzeitig. Geht besser raus als rein. Also. Dort sind die Spiegel und die sind eigentlich total einfach aufgebaut. Das ist einfach so ein Plastikteil mit einem Spiegel drin. Die sind von Falcon. Der Käfer hat ja hier diese kleinen niedlichen, winzigen Spiegelchen. Da kann man halt diese normalen Wohnwagenspiegel nicht dran bauen. Das funktioniert nicht. Die sind riesengroß und alles. Und die, die ich habe, die haben ja einfach solche Klammern. Die werden hier auf die Stange so draufgeschoben, diese Klammer. Wie man es braucht, dann kann man das noch ein bisschen drehen und wenden. Und dann schraubt man es einfach zu. Und damit klemmt er sich einfach am Spiegel fest und ja, sollte funktionieren. Wir werden jetzt rausfinden, ob die halten oder ob ich die unterwegs verliere. So kommen die jetzt hier einfach drauf. Das sind einfach so Klemmpolster. Nummer 2. Also zugegeben, schön ist was anderes. Ich hätte natürlich eher so welche aus Metall ganz gern gehabt, die so ein bisschen zum Käfer passen, aber mein Gott, es ist schon echt beschissen, wenn man auf einer Bundesstraße ausscheren möchte und weiß nicht, was hinter einem ist. Das ist richtig kacke. Und das habe ich mit dem Teil schon öfter gehabt. Da habe ich gesagt, okay, es ist egal, es gibt Spiegel. Ja. Das ist so der Blick aus meinem normalen Spiegel. Man sieht den Käfer und man guckt eigentlich genau an diese Wand. Das ist der Blick, da sieht man das Stativ stehen und da sieht man auch die hintere Kante vom Wohnwagen. Und das ist ja das, was man eigentlich mit diesen Spiegeln erreichen soll, die hintere Kante zu sehen, beziehungsweise was ist hinter mir. Ich glaube, das geht so. Dieser Spiegel ist sowieso so jackelig. Ich tätsche es da mal dran. Der ist eigentlich total unnütz während der Fahrt. Jetzt. Komm gucken. Los. Schau's dir an. Ich habe keinen Wackeldackel, ich habe eine Wackelkatze oder eine Meckerkatze. Das ist ja eher. Taylor, wie ist es? Und findest du es gut? Ja, ne? Soll ich dich wieder rauslassen? Auf jeden Fall ist es so, mein Fahrerspiegel, der war original dran. Der ist auch recht schön stabil, da sieht man alles mit. Der Beifahrerspiegel, der hatte ursprünglich gar keinen. Aber ich fand es ästhetisch schöner, dass ich denn zwei Spiegel habe. Und dann habe ich den damals, als ich ihn neu gemacht hatte, gleich da, die Mutter war vorhanden. Und wir haben einfach nur das Loch reingefräst und dann halt
entsprechenden Spiegel. Und dieser Nachbusspiegel, ich glaube, ich muss mir mal einen neuen besorgen. Der ist nicht gut, der flattert so die ganze Zeit. Also wenn der Motor läuft, ist es so, als wenn ich jetzt so machen würde die ganze Zeit. Also es ist grausam, ganz, ganz grausam. Ja. Dann kann ich ja los und hoffe, dass der Platz, wo er hingehört, wieder frei ist, dass ich ihn da wieder hinstellen kann. Abgesprochen war es, das müsste eigentlich geklappt haben. So, da sieht man so ein bisschen, wie dieser Spiegel einfach am Wackeln ist. Das finde ich ja nicht so geil. Aber man kann die Kante hinten sehen, das ist gut. Und auch hier die Seite. Man sieht alles, wie man es braucht. Sieht zwar dämlich aus, aber funktioniert. Ich habe gerade getankt und im Moment fuhr die Polizei hinter mir vor. Ich dachte, na geil. Da habe ich kurz überlegt, habe ich alle Papiere dabei. Für einen Wohnwagen, für einen Käfer, alles. Die sind einmal um den Wagen rum. Das habe ich doch gerade beim Winken die Kamera ausgemacht. Okay, jetzt muss ich gerade einmal anhalten. Scheiße. Voll dran. So. Ja, und die Situation war einfach, die haben hinter mir angehalten, haben schon lange Hälse bekommen. Da ist so, oh fuck, ich habe die ganzen Papiere dabei, ich habe zum Glück heute die Spiegel dran, sonst bin ich aber ohne gefahren, weil ich die eigentlich immer nur testen wollte. Einmal um Wohnwagen, der eine guckte so zum Spiegel, nickte, guckte mich an, nickte mir zu und ist in die Tankstelle reingegangen. Und das war für mich das Zeichen, so, ich habe alles richtig gemacht. Ich glaube, hätte ich ihn nicht dran gehabt, dann hätten sie wahrscheinlich ein bisschen nachgeschaut und geguckt so, ah ja, du brauchst einen Spiegel dafür. Ich glaube nicht, dass was passiert wäre. Eigentlich so ein Oldtimer, dem passiert groß nichts. Aber es ist halt schon doch anerkennen, wenn die sagen, jo, alles richtig so, wie du es gemacht hast. Das fand ich schon geil. Das hat mir gefallen. Aber das Gefühl ist halt trotzdem ein blöde. Auch wenn du eine Polizeistreife hinter dir hast, dann guckst du immer so, wann kommt das Stoppschild oben drin. Das ist Aber mega. Links mein Fahrerspiegel, top, schön stabil. Rechts mein Beifahrerspiegel, der sowieso so am Jackeln ist. Kannst du vergessen, siehst du nichts. Der hat sich mit der Zeit durchs Gewicht auch verstellt. Links ist immer noch genau gleich, rechts hat sich verstellt, das ist blöd. Da muss ich mir, glaube ich, mal einen neuen Spiegel holen, der wirklich stabil und fest ist. Aber sonst, toll, wenn man mal es nach hinten sieht, fühlt sich gleich viel besser an, als wenn man nach hinten einen Blindflug hat. Ne, wir fahren hier runter. Also es ist schon deutlich angenehmer, als vorher ohne zu fahren. Ich bin jetzt auch extra einen großen Umweg gefahren, sprich eigentlich zur Halle brauche ich 8 Minuten, wenn überhaupt, von zu Hause aus. Einfach längere Strecke, um halt zu testen, wie halten die Spiegel, lösen sie sich vielleicht unterwegs, verliere ich einen. Aber bisher alle da. Zugegeben, es sieht scheiße aus. Ist einfach so. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie ich die Spiegel vielleicht umlackieren kann, dass sie geiler aussehen. Vielleicht in so einem Creme oder sowas oder auch in Chrom. Weil so viel Chrom mag ich nicht. Ich glaube, da wäre eher Creme eine gute Sache. Ist er gesperrt? Nee.
alles frei. Ja? Vielleicht kann man die in hübscher gestalten. Bin mal auf Ideen von euch gespannt. Aber man sieht hier schon Anhängerbetrieb, nur Voltzahl ist egal. Temperatur, ich glaube, das sind um die 90. 90 Grad ist der Dicke. 95 Grad, knapp unter 95 Grad, ist in Ordnung. Öldruck sind wir bei 0,5 Bar. Und ich habe ja mal irgendwann festgestellt, dass dieser Sensor, den ich drin habe, der ist so krass empfindlich, dass er bei diesem 0,5 Bar schon direkt anspringt. Hier sagt er schon, die Ölleuchte schon am Leuchtweg kurz ganz bisschen antippt, ist wieder alles gut. Der Ölzeiger hat sich nicht bewegt. Also der hat so einen feinen Schließdruck oder Öffnungsdruck, dass er halt jetzt sagt, der Öldruck ist zu wenig. Wenn man es weiß, ist es in Ordnung. Das kriegt man direkt Panik bei sowas. Aber alles gut. Und diese Temperatur 95 Grad, da erreicht er auch nur, wenn ich den Wohnwagen ziehe. Sonst macht das gar nicht. Und wir haben draußen über 30 Grad. Also das kommt auch noch hinzu. Heftig ist das. So. Ah, da sind wir wieder. So sieht es nämlich gerade hier aus. Da steht jetzt der Wohnwagen und hier hat sich ein bisschen was verändert. Wie ihr seht, es ist hier enger geworden, denn hier ist so ein Gang gebaut worden. Dieser Gang, der führt in die Richtung, dort ist eine Disco. Ne, wir haben ja schon, seitdem ich hier bin, ist dort hinten eine Disco drin, da sich das hier mal ein bisschen verändert hat. War früher mal vorne der Eingang, da ist ein Hackschnitzeltyp und jetzt ist halt der Eingang von hier bei uns. Derjenige, dem die Disco gehört, der hat halt diesen schönen Vorhang gebaut. Das wird abends beleuchtet. Ich habe es mir mal angeschaut nachts. Beziehungsweise ich war ja auch schon mit saufen, das war super. Und dann wird hier einfach vorne zugezogen und die Karre ist sicher. Der Trecker, ne, der ist halt einfach hier, der gehört hier hin. Der ist hier nebenan für die Hühnerhallen da. Und das ist halt quasi mein Einfahrtweg. Der ist von 4 Meter auf knapp 2,5 Meter zusammengeschrumpft. Aber mein Stellplatz ist immer noch derselbe wie vorher. So ist das einfach. Der Trecker, der war hier auch schon immer, der kann hier nicht weg, der muss hier bleiben. Und der Wohnwagen ist 1,93 Meter breit, habe ich gesehen. Und so, jetzt habe ich hier knapp 2,50 Durchfahrtsbreite. Und so gut kann ich Anhänger fahren, dass ich den hier wohl schon reinkriege. Ohne Macken, hoffe ich jedenfalls. Hoffentlich habe ich jetzt nicht eine zu große Schnauze. Dann kann ich hier nämlich auch, weil das ist ja theoretisch auch meine Outdoor-Werkstatt. Nur da drin in der Halle, wo er nicht reinpasst, da können wir so basteln. Und das hier ist halt die Outdoor-Werkstatt, wo er jetzt steht. Vor allem, wo er überdacht und sicher steht. Trocken und alles. Hier hat er Strom und hier können wir halt Schrauben tun und basteln, wie wir möchten. Hier können wir uns das mal anschauen. Der Spiegel hier hat ganz gut funktioniert. Er hat sich hier an der Stelle so ein bisschen gelöst. Also er war da ursprünglich tiefer, aber ihr seht ja, ist nicht so cool. Und dadurch habe ich einfach nichts gesehen. Der ist nur so ein ganz bisschen am Wackeln, aber das ist alles in Ordnung. Und auch hier, er hat ganz gut gehalten, weil der Spiegelkörper an sich ist viel, viel stabiler als der von dem da drüben. Ist halt aber, ich muss auch zugeben, es ist schwierig. Ne? Da hast du hier eine gerade Kante und hier hast du eine abgerundete Kante. Aber der ist ja zum Glück verstellbar und da ist ein Gummi drin. Das funktioniert ganz gut. Das beißt sich schön fest. Und ist auch nach wie vor da. Ich sehe die hintere Kante. Kann man da so ein bisschen reinzoomen? Geht das noch ein bisschen? Passt. Bei ihm, der hat sich leider so verstellt, dass ich wirklich nur noch davor gucken kann. Und wenn ihr euch das mal anschaut, vielleicht sieht man das. Das Spiegelglas ist chrom geworden durch den Zusatzspiegel. So weich ist dieser nachgebaute. Das ist echt scheiße. Aber ich hätte ihn auch noch hier weiter rausschieben können. Die Stück, das kann ja noch weiter raus. Dann sieht man da vielleicht mehr. Ja, er ist weiter draußen. Das ist auch noch ein Fehler von mir. Also wenn ich den noch weiter rausgeschoben hätte, weiter nach rechts raus, dann würde ich dann noch ein bisschen mehr sehen. Man kann es ein ganz bisschen erahnen, hinten die Kante. Ja, so ist das, ne? Erstmal ausprobiert. Fazit, Dinger sind gut. Man sieht was, die Polizei nickt und lächelt so ein bisschen. Und ich brauche einen neuen Außenspiegel für Beifahrerseite. Was vernünftig. Ansonsten, die Dinger sind top, die Spiegel. Werde ich euch verlinken. Ich habe die über den Amazon-Shop von Berger gekauft, da ich die echt gut finde. Ich glaube, 60 Euro haben die gekostet. So, und ich packe euch den Link unten rein. Und dann könnt ihr euch die auch bestellen, falls ihr so welche braucht. Und ich glaube, bei Fritz Berger gibt es die auch direkt, weil es kam mit Berger-Rechnung an bei mir. Also. So, und jetzt schieben wir die Kiste da erstmal rein. Das ist aufregend. Ich habe ein bisschen Schiss, aber wird schon irgendwie funktionieren. Ich habe ja Spiegel.
Oh mein Gott, ich bin drin. Ist das eng. Also in dieser Situation kommen man diese Zusatzspiegel echt zugute, weil man einfach mal die Kante sehen kann. Muss ich wirklich sagen, ne, zur Dachrinne hat er Platz. Er wird gerade so drunter durchfahren, da braucht man sich keine großen Gedanken machen. Hier zu den Reifen, die Kiste ist 2 Meter, ich meine 2,30 Meter breit, das ist schon ordentlich. Da haben wir jetzt über einen Meter Abstand, quasi Streuwagen und Wohnwagen. Und nach hier hinten, hier liegen halt noch solche Gitter rum, da habe ich auch noch mal so einen halben Meter Abstand ungefähr. Er ist wieder an seinem Platz, die kommen wieder in die Tüte fürs nächste Mal. Das hat funktioniert, Spiegel, top. Was soll ich sagen? Ne? Man kommt sogar in solche Engstellen rein, weil man einfach genug sieht. Hier liegt schon das nächste Zeug. Neuer Gasverteiler, Blindstopfen, Gasleitung, Gasflaschenhalter. Das bedeutet, es geht demnächst mit der Gasheizung weiter. Und wenn die drin ist, dann ist das Ding eigentlich fast soweit fertig. Fließend Wasser, warm, Licht, Strom, alles da. So, machen wir hier alles wieder dicht. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen vom Video. Ich freue mich über jedes Kommentar, Like oder Abo, was ihr bei mir lasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder um den Wohnwagen, Käfer, selber machen Sachen geht und sowas. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.